Short Selling natürlich eines der großen Schlüssel der Investmentmilliardäre, ist ja wohl klar. Kurz erklärt, das ist ein Aktienzertifikat. Apple. Übrigens, ziemlich beschissene Performance in den letzten Monaten, weil die sehr teuer sind und die Leute leiden und sich nicht mehr das 1.400-Euro-Teil leisten können oder wollen. So, ich gehe jetzt zu der Bank und sage, ich möchte jetzt mir einfach für ein Jahr diese Apple-Aktie leihen. Ist zwar elektronisch, aber es ist so ein Zertifikat, ich zahle dafür 1%. Ich gebe sie dann nach einem Jahr zurück. Jetzt sage ich, hey, Buddy, du da drüben, ich verkaufe dir die. Ich habe mir die geliehen, kann die im Jahr zurückgeben. Gib mir mal Apple-Kurs dafür. Und dann weiß ich doch, was los ist. Das Marktumfeld ist grottenschlecht. Emerging Markets, 70 Länder, die Apple-Phones kaufen, stehen vor der Insolvenz. Europa krankelt rum. Haben die was Besseres im Kopf, als 1.400 Euro von Apple auszugeben? Ich glaube schon, die machen sich Gedanken, ob sie die Familie füttern können nächsten Monat. Also nehme ich eine Wette. Apple fällt 30% nach einem Jahr, sage ich, Buddy, gib mir die, ich möchte die zurückkaufen. 30% billiger. Hey, ich habe mir die doch geliehen für 1%. Hier hast du es. Da hast du sie wieder. Bleiben nur 29% hängen. Grob erklärt, aber einer der wesentlichen Schlüssel zum Investmenterfolg. Short Selling ist der Schlüssel, ist der Unterschied zwischen den Investoren, die sehr gute Performance machen, ganz wenige oder gar keine Verluste, und der breiten Masse, die nette Vermögen aufbauen können mit ETFs, aber keine Millionäre werden können, wenn sie 10.000 Euro haben. Investiert in euch, weil keiner wird es sonst machen. Wer hilft euch, wenn ihr euch nicht selber helft?